Guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen natürlich im neuen Turbo-Goggle-Video. Ja, ich bin wieder da. Ich glaube, zwei Tage haben wir nichts reingesetzt, Leute. Leute, ich bin fix und fertig. Wir sind alle fix und fertig. Es ist 10 nach 9 abends und heute war Montag, so ein typischer Montag. Es war einfach die Hölle. Es war die Hölle. Jeder wollte irgendwas. Max ist eben auch nach Hause. Tilo ist schon ein bisschen vorher nach Hause. Es waren ein Haufen Kumpels heute da und ja, was soll ich noch groß erzählen? Es war brutal. Heute war einfach ein richtig anstrengender Tag. Wir sind fix und fertig. Ich bin total durchgeschwitzt. Ja, und ich werde jetzt nach Hause gehen und ich werde euch das Video für den Corrado schneiden. Ich bin mit dem Corrado gefahren, Leute, heute das erste Mal. Eigentlich das zweite. Das erste Mal hat nicht geklappt, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich heute so richtig nochmal kurz und musste hier eine Probefahrt machen. Das heißt, musst du mal gucken, ob das alles funktioniert, ob die Kiste richtig Bums unter der Haube hat. Viel Spaß beim Gucken. Carporn habt ihr ja gesehen. Geiles Auto, also mir persönlich gefällt es sehr gut. Wir gehen heute auf jeden Fall noch ans Getriebe dran, weil, Moment, ich muss hier raus, weil das Getriebe leider nur in S schaltet. So. Und heute bauen wir noch einen Stecker, wo wir direkt ans Getriebe können und ziehen mal die Getriebesoftware vom DSG mal runter und gucken wir mal, ob das am Getriebe, an der Software liegt oder ob es an der Mechatronik selber liegt oder irgend sowas, ne? Ja, jetzt fahre ich mal ein Stückchen. Ich fahre ein bisschen warm und dann geben wir vorne ein bisschen Gas. Dann gucken wir mal, was da passiert. Ich bin völlig aufgeregt. Ich bin echt richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, was da passiert gleich. So, was ist dann mit dem da hinten? Auf hinter mir fährt ein Motorrad, fährt die ganze Zeit auf einem Rad. Was ist mit dem los?
Er dreht ja völlig am Rad da hinten, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Na gut, jetzt gerade nicht, aber vorhin ist er die ganze Zeit auf ein Rad gefahren. Gebe ich mal kurz Feuer und guck mal, was da geht. Alter! Alter, 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 der schiebt aber wie die Sau! Lecco mio, ey! Ach du grüne Neune! Aber der schiebt auf, ich bin so tot erschrocken, Leute. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie das Ding, wo das Auto bei uns angekommen ist, bin ich eine Runde damit gefahren und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das Ding geht wie die Hölle, Alter. Leck mich am Arsch. Ich bin so tot erschrocken, also der schiebt richtig. Ei. Ich schalte mal runter. So, ich mach gib nochmal. Nochmal kurz. Aus dem zweiten raus kurz. So, ich probier's nochmal. Jetzt ist irgendwas kaputt, Leute. Aber heftig kaputt. Jetzt ist eine Antriebswelle abgerissen oder irgendwas. Ei. Ich hoffe, ich komme zurück. Ach du grüne Neune, scheppert es. Ei, hoffentlich komme ich noch zurück. Bitte, bitte noch 3 Meter. Leute, das ist der Schläge. Da ist eine Welle ab oder irgendwas. Scheiße. Ei, jetzt können wir wieder schrauben. Verflucht nochmal. Ei. Ja, Leute, das war's. Motor geht wie die Hölle, aber hinten links hat es, glaube ich, eine Antriebswelle oder irgendwas abgerissen. Und das war wohl wahrscheinlich das Geräusch, wo am auf dem Prüfstand war. Das war mal da und dann war es irgendwann weg. Ah, bin zu Tode erschrocken. So, das war's mit dem Video, Mann. Ah. Ja, Kunde anrufen. Schrauben. Ja, Leute, die Kiste geht richtig geil. Die geht richtig, richtig geil. Und jetzt ist tatsächlich, wir haben eben schon mit Justin geguckt, ist die Welle abgerissen. Die Antriebswelle hinten links sind abgerissen. Geh mal mit der Kamera, vielleicht kannst du es filmen, aber du musst ziemlich weit runter. Ich weiß nicht, ob du sie da hinkriegst. Ob die Jungs das sehen können, sieht man das? Nee, ich muss einmal rumdrehen. Siehst du das? Ja. Da hängt sie, ist abgerissen. Seht ihr es, Leute? Kann man das ranzoomen? Nee, gell? Ja, man sieht es jetzt. Ja, jetzt sieht man das gut. Ja. Echt? Ich weiß nicht, ich sehe es auf dem Bildschirm nicht. Ne? Also Leute, schaut mal, hier ist die Welle einfach in der Mitte. Ist die komplette Antriebswelle jetzt abgerissen. Ich bin ja echt froh, dass nichts passiert ist, weil die hätte sich ja irgendwo um den Tank oder irgendwo hätte die dagegen schlagen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das hätte anders ausgehen können. Und das ist immer so die Gefahr in den Kisten. Ich meine, du hast so viel Leistung, ne? Aber wenn da mal was fliegt. Und das ist was, das, was ich mal im Video gesagt habe, wenn ich Viertelmeile gefahren bin mit über 1000 PS. Und da reißt ja die Kardanwelle vorne ab. Alter, die fährt ja durchs Auto durch. Ja. Wenn die sich blöd verkeilt, fährt die dir durchs Auto durch. Die bringt dich um, so eine Kardanwelle. Ne? Ja, natürlich, klar. Was doch, wenn eine Gewalt hinter ist. Ich meine, es sind schon oft hinten Wellen abgerissen. Es lässt Schläge, weil das haut dann irgendwo gegen die Achse. Ne? Aber mit einer Kardanwelle
kann das richtig in die Hose gehen, so eine Scheiße, ne? Ja, Justin, was soll man noch kurz erzählen? Leute, ich wollte eigentlich noch mehr fahren damit. Mein Abgehen tut er wie die Sau. Wir müssen noch an das Getriebe ran. Aber wir können jetzt leider nicht mehr fahren. Geht ja, nicht mehr. Vorbei. Wir programmieren jetzt noch das Getriebe und gucken, ob das funktioniert. Ja, und dann müssen wir, ich muss mit dem Kunden noch reden, aber wir müssen bestimmt die Antriebswelle reparieren. Natürlich, ja, natürlich. Ist aber eine Vollwelle, ist in der Mitte abgerissen. Ja, also bauen wir selber diesmal eine Welle und stecken die dem rein, verkaufen dem eine Welle. Ja, wir reden mit dem, der wird schon, ja, wird dann nicht Nein sagen, ich muss ja weitermachen mit dem. Natürlich, ja. Irgendwo. Ah, ist halt ärgerlich, aber es ist nichts passiert. Alles das gut. Ist die Hauptsache, dass Aufnahmen niemand sind der Hammer. Ich habe ganz blöd gekotzt. Justin hat sich kaputt gemacht. Ja, ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe sowieso genug für heute. Heute war die Hölle los, ne? Typischer Montag. Ja, also heute war so ein brutaler Montag. Ja. Das. Total verrückt. Egal. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Justin, dreh dich mal zu dir. Und sag ciao. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dann. Ciao. Du machst was fertig und dann fährst du so eine Karre. Ich meine, die Ding hat richtig Leistung und dann geht was kaputt. Aber ich muss es erst testen. Ich muss auf die Straße und muss mal einen Gasstoß machen und muss das testen, ob das alles funktioniert, ne, was ich da programmiert habe und alles. Geht dann einfach nun mal nicht anders. Ja, ich bin zu tot erschrocken. Ich meine, ich habe sowas sehr oft schon erlebt, ne, dass bei solchen leistungsgesteigerten Fahrzeugen einfach mal irgendwie eine Welle abreißt. Aber ich weiß nicht, ob ihr es in dem Video richtig gesehen habt. Das ist eine volle Welle. Ich weiß nicht, ob die da geschweißt worden ist oder was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie abgerissen. Genau in der Mitte einfach abgerissen. Ja, ich war an der Karre noch dran. Wir haben angefangen abzustimmen, aber es gab schon wieder natürlich Probleme. Und wir haben mehr geschraubt wie irgendwas abgestimmt. Max hat den Motor komplett zusammengebaut. Ja, der kommt jetzt hier rein. Haben wir alles schon auf 4Motion umgebaut. Jetzt kommt der Motor da rein, der kriegt auch um die 700 PS oder sowas. Ja, Audi steht da, wir warten auf den Block. Hier ist der Motor auch schon drin. Mit Kopf, da hängt jetzt auch schon alles drin. Da ist der Tilo bei. Ja. Hier hat der Tilo die nächsten 4Motion-Achsen schon umgeschweißt. Für die nächsten Umbauten, also bei uns brennt die Hütte, Leute. So, ich gehe jetzt nach Hause und ja, ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig, Leute. Für heute reicht's. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis dann, Leute. Tschüss.